Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Gericht für Hähnchen süß-sauer im Opti-Grill wie beim Chinesen vorstellen. Und zwar wieder mal mit der Snacking und Baking. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten für unseren Hühnchen süß-sauer wie beim Chinesen heute mal im Opti-Grill liegen bereit. Zwei-Personen-Gericht, reichlich. Ich nehme dafür zwei Hähnchenbrustfilet-Teilstücke, die ihr bei eurem Fleischer oder im Supermarkt überall heute bekommt. Zwei Stück, das reicht für zwei Personen. Normalerweise sind drei drin, aber die zwei reichen hier. Dann brauche ich etwas Sojasauce. Da werden wir gleich das Hühnchen, wenn es klein geschnitten ist, etwas drin marinieren. Dann ein bisschen Maisstärke, Pfeffer, Salz. Genaue Mengen wie immer in der Infobox und dazu kommt dann noch ein Ei, was wir gleich verquirlen werden. Das zunächst mal fürs Fleisch. Dann brauchen wir für unser Hühnchen süß-sauer Paprika. Ich habe jetzt hier eine rote und eine grüne genommen. Ist natürlich eure Entscheidung, was ihr lieber mögt. Das spielt letztlich keine Rolle. Ihr könnt auch nur rote nehmen oder nur grüne. Dann brauchen wir eine Gemüsezwiebel. Außerdem etwas Sesamöl zum Anbraten des Fleisches nachher. Und wir brauchen natürlich Ananas. Ich habe jetzt hier noch eine Dose aufgehabt, deswegen habe ich jetzt hier aus der Dose 150 Gramm, das sind zwei Ringe genommen. Ihr könnt natürlich auch Stücke aus der Dose nehmen und wenn ihr es habt, wenn ihr es bekommt, natürlich auch frische Ananas. Für die Soße seht ihr die Zutaten hier. Für die Soße brauchen wir dann 200 Milliliter Ananassaft, den ich aus der Dose genommen habe, 100 Milliliter Wasser, ein bisschen Reisessig, ihr könnt auch einen Sherry nehmen oder einen milden Apfelessig, wenn ihr habt. Ein bisschen Sojasauce nochmal, zwei Esslöffel, zwei gute Esslöffel Tomatenmark. Auch hier wieder etwas Maisstärke zum Binden. Brauner Zucker, ich habe nur zwei Esslöffel genommen. In den meisten Gerichten werdet ihr mehr finden. Uns reicht das. Wer es noch süßer mag, der gibt einfach mehr Zucker noch dazu. Und ist nicht im Originalrezept normalerweise. Ich gebe immer noch ein bisschen gemahlene Chili dazu, damit das Ganze so ein bisschen Pep bekommt. Könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr es ganz klassisch wollt. Dann macht ihr es ohne Chili. Und dann bereiten wir zunächst mal das Fleisch vor. Ich bereite zunächst mal meine Hühnerbrüste hier vor und schneide sie wie immer längst durch und danach erstmal in Streifen. Auch hier nicht zu kleine Stücke. Die sollten hinterher gut mit Stäbchen zu essen sein oder mit der Gabel aufzuspießen sein. Also nicht ganz so klein. Deswegen wäre mir jetzt gekauftes Hähnchen geschnetzeltes vermutlich zu klein. So klein sollten die Stücke nicht sein. Na, man sieht es also hier jetzt, das hat so diese Größe ungefähr. Das finde ich ist in Ordnung. Nachdem ich das Fleisch in mundgerechte Stücke geschnitten habe, bereite ich jetzt noch die Paprika vor. Auch in nicht zu kleine Stücke. Und anschließend kommt noch die Zwiebel dran. Und die Stücken, die drücke ich jetzt noch so ein bisschen auseinander, damit die nachher in der Pfanne sich so ein bisschen besser verteilen im Opti-Grill, nicht zusammenbleiben. Wenn man nicht so dicke Zwiebelstücken nachher im Mund hat. Und das reicht auch schon. Upsa. So, dann können wir als nächstes das Fleisch marinieren. Und zwar zunächst mal mit der Sojasauce. Und mischen schon mal ein bisschen. Dann gebe ich Stärke und Pfeffer und Salz dazu. Ich mische das erst so ein bisschen und mische auch das gut durch. So, und ganz zum Schluss gebe ich das Ei dazu, das ich erstmal verschlage. Das noch gemischt zum Geflügel. So, und dann können wir das Geflügel wegstellen und können jetzt das Gemüse vorbereiten. So, Opti-Grill ist aufgebaut. Snacking und Baking ist eingesetzt. Wir brauchen jetzt die Snacking-Baking-Pfanne wieder. Und ich heize vor, wie immer für solche Gerichte, volle Pulle.
dreimal bei mir, bis hier rot ist, und lasse ihn jetzt vorheizen, bis er sich meldet. Und das dauert wie immer bei mir erfahrungsgemäß 6 Minuten, und dann sehen wir uns wieder. So, und wie immer, wenn der Opti-Grill vorheizt, nutze ich die Chance und mache schon mal meine Soße. Ne? Das ist noch nicht heiß hier, das dauert, bis das heiß wird. Da können wir schon mal alles jetzt zusammenrühren. Das heißt, ich gebe jetzt hier meinen Ananassaft rein, mein Wasser, die Sojasauce, den Reisessig, mein Chilipulver, den Zucker und die Stärke auch schon. Und auch das Tomatenmark. Und jetzt rühre ich alles, damit wir es gleich fertig haben. Wenn alle Zutaten angebraten sind, dann sind wir auch komplett startbereit. So, ihr habt es gehört, der Opti-Grill hat sich gemeldet. Jetzt geht's los. Also, als erstes mal das Öl hier in die Pfanne. Und das geht sehr schnell, der ist jetzt sehr heiß. Und dann geben wir das Fleisch rein und verteilen das ein bisschen, damit es nicht klebt. Öl noch nicht gleich drehen, sondern erstmal nur das Öl so ein bisschen verteilen. So. Und dann machen wir erstmal zu, ein paar Minuten, 3, 4, 5 Minuten. Ich schaue zwischendurch. Ich packe wieder mein Stäbchen dazwischen, damit die Feuchtigkeit abziehen kann, und wir warten erstmal ein bisschen. So, gute 3 Minuten, und ihr seht, durch die Stärke und das Ei zieht das Fleisch auch kein Wasser. Wir wollen es ja auch nicht totbraten. Also mal ein bisschen trennen hier, und das ist auch schon durch. Ne? Man sieht jetzt schon hier, an sich ist das Fleisch schon durch. Ich drehe es jetzt nur noch mal ein bisschen. Und machen wir von der anderen Seite auch noch mal 3 Minuten. Und das reicht dann auch schon. Und dann machen wir nochmal 3 Minuten. So, weitere 3 Minuten. Ja, das sieht schon sehr lecker aus. Jetzt sieht man auch, hier ist das Fleisch durch. Das reicht auch. Es zieht ja nachher sowieso noch im zweiten Durchgang, wenn es zum Gemüse kommt, durch. So, dass wir das, denke ich, auch schon rausnehmen können, denn es soll nicht trocken sein. So, dann nehme ich das Fleisch mal raus. So, und das sieht wirklich schon lecker aus. Nächster Durchgang. So, und fürs Gemüse gebe ich noch mal ein wenig Sesamöl in die Pfanne hier. Und ihr seht, das ist auch schon richtig heiß. Jetzt braten wir das Gemüse an, zweiten Durchgang. Benetzen auch das ein bisschen mit Öl. Und dann lassen wir das Gemüse auch nochmal so 3, 5 Minuten. Ich gucke zwischendurch immer rein. Erstmal durchgaren und dann schauen wir wieder rein. So, weitere 5 Minuten, und jetzt sieht man schon, Paprika hier und Zwiebeln sind schon ziemlich weich. Und jetzt gebe ich die Ananas hinzu. Wir haben noch mal ein bisschen Flüssigkeit, damit die auch noch mal heiß werden.
Und gebe jetzt auch das Fleisch hinzu. Und ihr seht, das ist immer noch reichlich Fleisch. 300 Gramm hier auf die Menge, das ist schon immer noch ordentlich. Also auch für gute Esser sollte das wohl reichen. Denn ansonsten wird auch die Pfanne zu voll hier. So, und jetzt rühre ich nochmal meine Soße, weil sich die Stärke immer etwas absetzt. Ich gebe zunächst mal gut 2/3 dazu. Ja, sagen wir 3/4. Und lasse es jetzt nochmal erhitzen, damit die Stärke jetzt ein bisschen abbinden kann. Und dann schauen wir mal. So, weitere 2 Minuten, das reichte. Ich mache jetzt mal den Opti-Grill aus und ihr seht, wow, das sieht schon ganz wunderbar aus. Na, alles hat so diese typisch glänzende Optik, wie beim Chinesen, wie ihr es kennt. Die Maisstärke hat gut abgebunden. Die Soße sieht ganz wunderbar aus, es riecht auch ganz wunderbar, süßlich, ein wenig scharf. Und ich denke, wir können den Opti-Grill ausmachen. Und dann schauen wir gleich mal, ob es geklappt hat. So, dann wollen wir mal schauen. Das sieht ganz wunderbar aus. Die Soße hat wunderbar gebunden. Paprika, Ananas, Zwiebeln und Fleisch haben sich wunderbar hier zusammengetan. Es sieht herrlich aus. So, und ihr seht hier, das hat schon die typische Farbe wie beim Chinesen. Na, alles ist wundervoll, glänzend durch die Maisstärke. Und auch die Farben sind klasse. Und jetzt wollen wir mal probieren, ob es auch schmeckt, wenn es geht, ohne in die Kamera zu schmatzen. Wow, das ist schwierig. Ich meine, ohne Schmatzen. Sensationell. Sensationell. Süß, ein wenig scharf durch das Chili. Ich finde, das passt super. Das Fleisch ist wundervoll zart. Paprika sind durch, Zwiebeln sind durch und auch die Ananas dazwischen ganz hervorragend. Mm. Ja, und das Ganze im Opti-Grill. Keine Pfanne, kein Ofen. Natürlich geht das auch alles in der Pfanne. Aber wenn man nur einen Opti-Grill hat, geht auch das und man kann richtig cool wie beim Chinesen kochen. Ich denke, hat geklappt. Hühnchen süß-sauer wie beim Chinesen aus dem Opti-Grill. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.